genau. Freunde der Glitches, heute gibt es für euch 17 Dinge, die du in Ghost Recon Breakpoint niemals machen solltest. Bleib dafür auf jeden Fall am Start. Also ich finde, das hier sieht echt genial aus. Ich stehe hier in einem Tisch drin. Ah ja. Ich glaube, ich gehe zum Biwak. Übrigens solltet ihr mir unbedingt auf twitch.tv/fragnard folgen für fette Livestreams zu Ghost Recon Breakpoint. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir durch mit den 17 Dingen. In Ghost Recon Breakpoint wird man ja relativ gut durch das Spiel geführt, aber einige Dinge sind nicht sofort ersichtlich, wie ich finde. Und ich möchte euch heute auf jeden Fall Top 17 der No-Gos in Ghost Recon Breakpoint für Anfänger vorstellen. Punkt Nummer 1 ist meiner Meinung nach direkt committen. Das ist ein großer Fehler. Denn es gibt 4 wunderschöne Klassen zum jetzigen Zeitpunkt und wird irgendwann mal 7 geben, legt euch nicht verkrampft auf eine fest. Und ich habe etliche YouTube-Tutorials gesehen, die einem sagen, ja, du sollst dich jetzt festlegen auf die Klasse, aber genau das ist falsch. Denn für jeden Rang, den du in der Klasse aufsteigst, kriegst du einen Fähigkeitspunkt. Und ich habe meine Klassen jetzt im Schnitt so auf Level 6, 7 hochgeballert, bedeutet, ich habe über 24 Fähigkeitspunkte nur durch die Klassen. Deswegen auf jeden Fall diesen Hinweis befolgen, nicht direkt committen, nicht direkt verkrampfen auf eine Klasse, damit du weiterhin mit Fähigkeitspunkten glücklich wirst und alles gehen kannst. Das klang falsch. Punkt Nummer 2 führt uns ebenfalls in den Talentbaum und zwar in unseren Lieblingsbereich, die skalierbaren Talente. Du solltest auf keinen Fall den Fehler machen und direkt am Anfang ein nicht skalierbares Talent mitnehmen. Okay, den Fallschirm, den kannst du mitnehmen, du kannst auch die Nachtsicht mitnehmen, aber du solltest anfangs darauf achten, primär skalierende Talente mitzunehmen. Und was ist das eigentlich? Das sind Talente, die dir dauerhaft etwas bringen. Und zwar von Anfang an bis zum Ende und deren Nutzen höher ist, je länger du sie hast. Bedeutet, als allererstes Talent nimmst du nach deiner Klasse den EP-Bonus. Ganz einfach, 20% mehr EP für das gesamte Spiel. Das lohnt sich ungemein. Darunter fallen auch so Talente wie 10% mehr Skill Credits, 30% mehr Skill Credits. Das sind sogar passive Fähigkeiten, die du nicht als Vorteil reinnehmen musst. Auch Objektkapazität für deine Spezialitems kann nützlich sein, weil du die teilweise einfach in der Welt findest und dann eben einen Platz mehr dafür übrig hast. Sieh also zu, dass du vor allem Dinge wie besseres Zerlegen, den EP-Booster, Skill Credits, noch mehr Skill Credits, Räumungsverkauf und so Dinge wie Spezialobjektträger oder Drohnenplünderer echt früh bekommst. Denn du wirst es mir danken, irgendwann hast du dadurch dann im Laufe deines Playthroughs sehr viel mehr Materialien bekommen, sehr viel mehr Skill Credits, sehr viel mehr EP und alles, was du getan hast, war effizienter, hat sich für dich mehr gelohnt und dieser Granatwerfer ist einfach nur krass. Nun, die nächste Sache, die du nicht befolgen musst, aber solltest, ist meiner Meinung nach nicht alleine spielen. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber im Singleplayer ist gerade der Anfang des Spiels sehr viel schwerer, weniger belohnt und macht weniger Spaß. Und das meiner Meinung nach. Aber wenn du im Singleplayer spielst, hast du nicht nur sehr viel weniger taktische Möglichkeiten, sondern wirst auch weniger lustige Erlebnisse haben. Dadurch bist du etwas ineffizienter, was nicht die Maxime von jedem von euch ist. Das akzeptiere ich, auch wenn es meine ist. Aber ihr solltet auf jeden Fall darauf Acht geben. Tu dich also selbst den Gefallen und spielt mit Freunden, spielt mit Leuten. Ich empfehle euch dafür meinen Discord. Joint einfach dem Discord, denn dort könnt ihr euch connecten mit anderen Leuten, die Bock auf Breakpoint haben und im Multiplayer zocken wollen. Link ist natürlich unter dem Video. War das der Baum? Nun, der nächste große Fehler, den du machen kannst, ist es, den Schalldämpfer nicht auf deine Waffe zu montieren. Beachte, dass dich Gegner trotz des Schalldämpfers natürlich auch bemerken können und die Schüsse hören können, gerade eben je nachdem, auf welches Objekt die treffen. Aber nicht nur als Panther solltest du unbedingt den Schalldämpfer drauf machen. Als Panther ist es natürlich nochmal sehr viel besser, wenn du mit einer Maschinenpistole oder einer Pistole schießt. Moin Leute, Schalldämpfer hier. Easy Kills. Nur damit. Schnappen wir uns mal dieses Flugzeug hier. Das ist ja cool. Hoffentlich kriegt man später einen eigenen Flughafen. Das wäre echt mega geil. Ein No-Go, welches sich öfters mal sehe bei euch, zumindest in den Streams, ist es, dass ihr nicht die örtlichen vorhandenen Biwaks abfliegt. Das ist halt super wichtig, einfach mal den Rauchschwaden zu folgen, die Teile zu aktivieren, ja, das dann bitte vernünftig, und dann habt ihr auch die Chance, regelmäßig und überall euch hinzuporten. Bedeutet, nicht nur über die Infos gehen, sondern auch wirklich einfach mal die Tafeln nutzen. Du siehst also, ich schwebe kurz über diesem Biwak und schon kann ich mich dahin porten, konnte mein Lager aufschlagen, mega, mega praktisch. Komm, ein Biwak hole ich mir noch. Nice. Einen häufigen Fehler, den ich auch immer wieder sehe, ist es, ohne EP-Booster zu zocken. Und damit meine ich nicht den EP-Boost, den du dir kaufen kannst mit der Ultimate Edition, sondern vielmehr EP-Booster, auf die du Einfluss hast. Zum Beispiel den hier über deine Fähigkeit. Außerdem gibt es auch Waffen, die dir Erfahrungsbonus geben. Also schau einfach mal regelmäßig deine Waffen durch. Vielleicht hast du da was, was du gut gebrauchen kannst. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch im Biwak den Vorteil, den du ausrüsten kannst. 10% mehr EP solltest du, wenn du noch nicht hochgelevelt bist, immer aktiv haben. Einfach um alles so ein bisschen effizienter zu gestalten. Bam!
Der nächste Fehler, den du tunlichst unterlassen solltest, ist es, Metallteile, Blumen oder Schrott vom Boden nicht aufzusammeln. Es gibt sogar ein Talent dafür, dass du das regelmäßig siehst. Das Talent heißt Ressourcenentdeckung und damit upgradest du deine Minimap. Das Talent scheint irgendwie nicht ganz zu funktionieren. Es ist irgendwie ein bisschen buggy. Manchmal klappt es bei mir, manchmal nicht. Aber achte mal darauf, was passiert, wenn ich die einsammle. 36 EP. Und es gibt teilweise ganze Ansammlungen von solchen Pflanzen, Metallteilen und anderem Zeug. Also solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten. Immer mal einen kleinen Umweg gehen für die Bonus-EP. Es ist fast so viel, wie ihr für einen Kill kriegt. Ich meine, das ist schon krass. Gut, es gab jetzt 306, aber hey, du musst niemanden töten. Für 40 Erfahrung ist schon in Ordnung. Und ich weiß, dass diese eine Sache von vielen Spielern in allen möglichen Games immer wieder gemacht wird, was nicht unbedingt ein schwerwiegender Fehler ist, weil du klar selber entscheiden kannst, was du wann, wie, wo machst, denn Ghost Recon Breakpoint ist ein Open-World-Spiel, aber es geht darum, dass du immer eine Balance finden solltest zwischen Hauptmissionen, Nebenmissionen, Fraktionseinsätzen und Orten, die du abschließt. Denn wenn du das nicht machst, dann schließt du zum Beispiel am Anfang alle Orte ab, dann hast du ganz viele Waffen geplündert. Aber rate mal, was dir fehlt. Level Progress und all die Waffen bringen dir nichts, weil sie dich nicht mehr verbessern, weil du nicht aufsteigst und du dadurch nicht mehr bessere Waffen findest. Deswegen solltest du unbedingt darauf achten, immer eine Balance zu finden. Immer mal was anderes machen, einen Haupteinsatz, dann einen Nebeneinsatz, dann einen Fraktionseinsatz. Die geben übrigens teilweise richtig viel Punkte. Wenn der hier standardmäßig nur 750 EP gibt, gibt es andere, die nur 450 EP geben, aber auch welche, die ab 1800 bis sogar 2500 weitergehen. Deswegen solltest du da wirklich eine Abwechslung finden und das ist meiner Meinung nach auch für den Spielspaß besser. Aber hey, was erzähle ich dir davon? Du weißt selber, wie dir Spielen Spaß macht. Fehler Nummer 9, den leider auch ich viel zu häufig mache, ist es, das Gebiet, das Terrain nicht so zu nutzen, wie ich es eigentlich nutzen könnte. Es gibt zum Beispiel Gegner, die erwischst du einfach auf offener Straße. Da kannst du direkt das Feuer eröffnen und du weißt, sie werden kaum entkommen können, einfach weil du sie zuerst gesehen hast. Es gibt wiederum aber auch Situationen, da bist du auf offener Straße und die Gegner haben ein fettes Geschütz oder ein Auto. Gut, da war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine, oder? Manchmal sind die Gegner einfach vorteilhaft aufgestellt. Sie haben eine fette Festung und du stehst halt vor dem Tor. Dann solltest du dir genau und gut überlegen, wie du reinkommst und nicht einfach wild drauf losballern, so wie ich das immer mache. Vertrau mir. Und auch wenn du das weißt, machst du diesen Fehler immer noch. Ich kenne dich doch. Also eigentlich mich. Ich impliziere das jetzt einfach mal. Sorry. Guck mal, so ein schöner Swimmingpool hier. Geil. Plätsch. Dann mal wieder raus. Galant über die Leiter geklettert. Fehler Nummer 10 ist ein ganz fataler und nerviger und sehr nerviger. In der Gruppe ins Biwak gehen. Mach das nicht. Du bist einfach 45 Sekunden hier drin gefangen. Mindestens. Und wenn du anfangs in der Levelphase noch sehr lange im Biwak brauchst, weil du einfach noch nicht so die Routine hast, brauchst du das irgendwann nicht mehr. Und dann sind diese 45 Sekunden, die du da verlassen drückst und es nicht kannst, die längsten deines Lebens. Es gibt Wege, das zu umgehen, keine Frage. Aber tu es einfach nicht. Ist besser für dich. Okay, kannst du doch mal. Aber ist dann halt nervig. Die Heuschreckenplage. Der nächste Fehler, den du eher nicht machen solltest, zumindest am Anfang des Spiels, ist es, Waffen und oder Rüstung zu verkaufen. Klar, das gibt definitiv gut Kohle und im Endgame kannst du die sehr gut gebrauchen, aber am Anfang und vor allem von den billigen Waffen brauchst du das Material, glaub mir das einfach. Wenn du es verkaufst, dann ärgerst du dich später darüber, weil du nicht mehr deine Waffen upgraden kannst und irgendwann, also da gehe ich zumindest von aus, willst du all deine Waffen auf der höchsten Stufe haben. Deswegen mach mir einfach nicht nach, verkauf nicht all dein Zeug und es geht hier primär um Waffen. Die willst du ja regelmäßig upgraden und wenn du die halt alle verkaufst, dann hast du zwar Kohle, aber keine Mark 3 Waffen und jeder Mark 3 Waffen, weil du hast 3 im Inventar, verstehst du? Mann, war das schlecht. Bei der nächsten Sache handelt es sich um den Helikopter und nein, der Helikopter ist geil, ist ein mega gutes Gefährt, aber du musst verdammt nochmal damit aufpassen. Pass auf, wenn du damit startest. Überall sind Bäume, die deine Rotorblätter zerfetzen. Pass auf, wenn du landest, überall sind Bäume, die deine Rotorblätter zerfetzen und pass beim Fliegen auf, denn überall sind Bäume, die deine Rotorblätter ziemlich zerfetzen können. Oh, warte, war das dreimal dasselbe? Naja, egal. Am Ende des Tages ist es einfach nervig. Das Teil geht immer kaputt. Na, guck mal, schon wieder ein Glitch. Die habe ich eigentlich gerade abgeschossen, aber nein, sie fliegt noch. Richtig entspannt irgendwie. Ja, cool. Die nächste Sache, die ich euch auf keinen Fall empfehlen würde, ist ein Team aus selben Klassen. Klar, das kann für Rambo-Action mal lustig sein. 4 Sturmsoldaten oder für eine Retzkette, wenn ihr euch alle immer hinlegt und dann gegenseitig wiederbelebt. Eine Runde Feldsunnies oder ein Team Panther, was auf eine Drohne komplett drauf geht, sie komplett zerlegt. Oder Sniper, die eine Basis irgendwie aus 4 Himmelsrichtungen zerfetzen. Das kann sehr witzig sein, ist im Regelfall aber taktisch nicht optimal, denn jede von euren Klassen hat einfach ihre Stärken und Schwächen und deswegen nutzt die Kombinationen, die sich erübrigen, snipet die Basis von außen, geht mit dem Sturmsoldaten und dem Panther rein und der Feldsani ist irgendwo dazwischen. Das würde ich so empfehlen. Nun, einer der größten Fehler, den du machen kannst, ist es, den Granatwerfer nicht zu nutzen.
Denn er ist unglaublich gut. Wenn er denn trifft. Das musst du mir glauben. Den Granatwerfer kriegst du in Marias Shop für 10.000 Scale Credits. Bewahr die dir ganz am Anfang auf. Geh auf dein Sturmgewehr, drücke G, geh auf den Unterlauf und füg den Unterlauf Granatwerfer hinzu. Einfach nur geil, meiner Meinung nach. Hier gibt's noch ein fettes Upgrade. Und das ist super gut gegen Helikopter, auch wenn du den Piloten einfach abschießen kannst. Super gut gegen Drohnen, auch wenn du die einfach abschießen kannst. Also einfach mitnehmen und davon profitieren und ab sofort sind Helis Geschichte. So wie die Renaissance. Ein Fehler, den ich sehr oft beobachte bei anderen Leuten, ist es, dass sie zu lange in Positionen verharren. Auch als Sniper solltest du deine Position wechseln, weil irgendwann haben die Gegner raus, woher die Schüsse kommen. Bedeutet für dich, du killst ein, zwei Leute, aber dann kommen sie auch schon, wie du hier siehst. In dem Fall solltest du die Beine in die Hand nehmen und irgendwo ganz woanders hingehen. Also wirklich einmal um das Fort rum oder so. Alternative dazu ist natürlich immer ein Ablenkungsköder, den du einfach ewig weit von dir weglegst. Ja, und dann haben die Gegner Bock, dahin zu gehen. Außer du findest einen festen Turm, dann ist Kacke. Also lieber zwei, dreimal mehr, um den Block rennen, bisschen langsamer sein, aber am Ende des Tages doch mehr Spaß haben. Von meiner Stelle gibt es dann nochmal als Nummer 15 die klare Empfehlung, auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr oder ein Sturmgewehr oder ein PSG mitzuführen. Vor allem im Singleplayer ist das meines Erachtens essentiell. Ansonsten bist du einfach nicht in der Lage, Gegner auf mittlere bis weite Distanz vernünftig auszuschalten. Ich meine, mit einer MP geht's noch so halb, aber die hat bedeutend weniger Durchschlagskraft auf so eine Entfernung. Und deswegen hol dir am besten entweder ein Sturmgewehr oder so ein PSG hier, wie ich das habe, und mach dir da eine Dual Range drauf. So kannst du es als Sniper nutzen und wenn du einmal B drückst mit dem flexiblen Visier, auch auf mittlere Distanz sehr, sehr gut, sogar auf kurze Distanz, da dann lieber eine MP oder eine Shotgun oder eine Desert Eagle, ist auch geil. Blöp. So, und der Punkt Nummer 17 ist ein ganz simpler Fehler, den viele machen, wenn sie in Aurora unterwegs sind. Bei all diesen Open-World-Aktivitäten, in dieser gigantischen Open-World, die kaum zu überblicken ist, vergisst man doch immer wieder eins. Und zwar einfach mal durchatmen, genießen, das Game Design auf sich wirken lassen, gucken, wie das Gras weht, die vorbeifliegenden Vögel beachten und dabei die passenden Sounds dazu hören. Einfach mal entspannt schwimmen gehen, eine ganz entspannte Bootstour machen und einfach mal die Seele baumeln lassen oder wilde Tiere jagen. Nice. Das ist übrigens sehr, sehr sinnvoll, weil es sogar coole Materialien gibt. Kriegen wir den noch? Yes! Denn bei all den Guides und all dem Speedleveln vergisst du halt oftmals, es ist einfach ein Spiel. Es ist dafür da, dass du Spaß hast. Du sollst es genießen und auf genau die Art und Weise spielen, wie du es möchtest. Genau. Nichtsdestotrotz fand ich es doch mal ganz nett, dir so ein paar Tipps mit auf den Weg zu gehen. Ein paar Fehler, die ich vielleicht bei einigen beobachte. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Aber was man ändern kann, wenn man es möchte. Von daher nimm dieses Video mit einer Prise Salz und nicht für gesetzt. Und ja, ich würde sagen, das war's soweit von mir. Mach dir noch einen wunderschönen Tag in Aurora oder wo auch immer du gerade bist. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnarz.